Hallo Leute, mein Name ist Hotzes T, in gewissen Situationen auch bekannt als Yellow Hand. Es ist schon ein Zeitchen her, seit dem letzten Kajak-Video, insbesondere einem mit Kommentar, zwar nur auf Englisch, diesmal auch auf Deutsch. Und YouTube sagt mir, die Videos sind besonders gefragt. In der aktuellen Situation sitze ich, wie wir alle, zu Hause anstelle im Boot in Griechenland, um neues Videomaterial zu sammeln. Darum habe ich mir gedacht, ich schaue mal über das alte Material und erzähle euch etwas mehr dazu. In diesem ersten Video möchte ich auf die Vorbereitungen eingehen, die es braucht, um nach Griechenland zu kommen. Als fast muttersprachlich deutscher Paddler gibt es einen definitiven Flussführer für Griechenland, Franz Bettingers Greco-Doppelband. Der zweite Band ist sogar zweisprachig, Deutsch-Englisch. Die beste Zeit für gute Wasserstände scheint Spätherbst bis Frühjahr zu sein, wobei der Frühling temperaturweise angenehmer ist. Dann sind die Wasserstände größtenteils abhängig vom Schneefall im Winter. Daher lohnt es sich im Vorfeld immer mal wieder die Webcams der verschiedenen Skiorte anzuschauen. Die große logistische Herausforderung beim Kajakfahren in Griechenland besteht darin, dass die Fahrzeit vom Einstieg zum Ausstieg an Land oft länger ist als auf dem Wasser. Daher ist es eine gute Idee, Fahrmiet zu nehmen, um Zeit zu sparen, die besser auf dem Wasser verbracht werden kann. Manche der Straßen sind nicht unbedingt das, was wir verwöhnte Mitteleuropäer gewohnt sind, insbesondere wenn es um Abkürzungen geht. Daher empfiehlt sich, Fahrzeuge mitzunehmen, die mit diesen Raumbedingungen zurechtkommen. Bisher war ich zweimal zum Paddeln in Griechenland. Der beste Weg für uns, um dorthin zu kommen, ist die Fähre vom italienischen Ancona, ein bisschen unterhalb Rimini, nach Griechenland. Der erste Halt dort ist Igoumenitsa im Norden. Von dort sind wir immer zurückgefahren, aber auf dem Hinweg geht es weiter nach Patras im Norden der Peloponnes. Wenn es im Winter in Kalavrita, dem Skiort auf Peloponnes, zu wenig Schnee hat, empfiehlt sich bereits in Igoumenitsa auszusteigen. Da die meisten Gebiete zum Paddeln touristisch nicht erschlossen sind, tut ihr gut daran, euch mit dem griechischen Alphabet vertraut zu machen, um Straßenschilder und Karten entziffern zu können. Auch ein paar essentielle griechische Worte helfen weiter, euch durchzuschlagen. Außerhalb der touristischen Gebiete und der Saison dafür ist es schwer, auf dem Land eine Unterkunft zu finden. Daher haben wir oft wild kampiert, wenn es keine andere Möglichkeit gab.